Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Slasher-Freunde, herzlich willkommen und heute habe ich euch wieder ein schönes Mediabook aus dem Hause Koch Media Home Entertainment mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um Regisseur Paul Lynchs Slasher Prom Night, die Nacht des Schlächters aus dem Jahr 1980 mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle. Außerdem in einer weiteren Hauptrolle Leslie Nielsen. Gut, dieses Mediabook ist seit dem 25.10.2018, wie gesagt, bei Koch Media Home Entertainment erschienen, ist, wie man das von den Koch Media Homebook, wie man das von den Mediabooks aus dem Hause Koch kennt, deutlich dicker als andere Mediabooks. Und was uns da erwartet, sehen wir uns jetzt mal an. Das Review zum Film kommt in den nächsten Tagen über blu-raydisc.de zu euch. Es kann natürlich auch sein, wenn dieses Video online geht, da ich das jetzt schon, ich produziere momentan viel vor, dass das Review dann bereits online ist. Auf jeden Fall verlinke ich euch das. So. Ja, und wieder einmal hat Koch Media den FSK-Aufkleber gleich auf das Mediabook aufgebracht. Liebe Leute, was denkt ihr euch? Also da, ich meine, gut, dieser Aufkleber, die Oberfläche des Mediabooks ist ja glatt. Das heißt, der Aufkleber lässt sich leicht entfernen. Aber muss das sein? Muss man diesen Aufkleber direkt aufs Mediabook drauf pappen? Kann man das nicht auch wie die Konkurrenz oder die Mitbewerber das machen, auf die Einschweißfolie drauf machen? Geht das nicht? Also, liebe Leute, ganz im Ernst. Ah ja, also so schaut das Mediabook aus. Wie gesagt, es glänzt. Vorne drauf haben wir Jamie Lee Curtis, schön gezeichnet, gefällt mir gut. Und dann hier unten den Hinweis Blu-ray und DVD. Auf der Seite haben wir ebenfalls nochmal den Hinweis Blu-ray und DVD und den Titel richtig fett aufgedruckt. Und im Vergleich zu anderen Mediabooks, ja, also das ist deutlich dicker. Ja, warum auch immer. Auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe, einen kleinen Werbetext und hier sind die ganzen Extras aufgeführt. Wir haben unter anderem einen Audiokommentar mit Paul Lynch und Drehbuchautor William Gray, moderiert von Paul Yankevich. Dann haben wir noch die Dokumentation The Horrors of Hamilton High, The Making of Prom Night, 41 Minuten. Zusätzliche Szenen aus der TV-Fassung mit dem Intro von Cutter Michael McLaverty, 11 Minuten, dann noch Outtakes, Kinotrailer, Radiospots, Bildergalerien und ein 20-seitiges Booklet, das wir uns gleich etwas genauer angucken. Hier unten haben wir dann nochmal die Produktspezifikationen der DVD und der Blu-ray, dann hier unten noch die Credits und hier unten das Ganze, ja, die ganzen Hinweise der Hersteller bzw. des Vertriebs. So, jetzt schauen wir uns das Mediabook mal von innen an. Hier vorne haben wir beide Discs untergebracht. Da haben wir einmal die DVD und einmal, nee, noch eine DVD. Also vorne haben wir die beiden DVDs. Da ist dann das Bonusmaterial untergebracht. Und dann haben wir auch einen farbigen Innendruck. Und auf der Rückseite haben wir dann die Blu-ray. Und auch hier einen farbigen Innendruck. Ja, fast das gleiche. Ne, ist das gleiche. Ist das gleiche, nur spiegelverkehrt. So. Ja, was erwartet uns denn im Mediabook Buchteil? So, hier vorne einmal Jamie Lee Curtis. Richtig, ich stehe ja total auf die junge Jamie Lee Curtis. Wobei die alte Jamie Lee Curtis jetzt gerade im Kino mit Halloween, muss ich auch sagen, ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier diesen Text. Das Mediabook. Das Buchteil auch hier wieder so verklebt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Mediabooks von Koch Media, ja, also ja, gut, lassen wir das. Ja, dann haben wir hier drin ganz viel Text, ein paar nette Bilder, ein paar, ja, das sind Kinoaushangfotos. Das ist auch richtig, das ist richtig blöd gemacht hier. Also das ist, gefällt mir nicht. Ja, so, dann haben wir, ja, das ist geklammert, zweifach. Hier ist er, Leslie Nielsen. Wer jetzt nicht wusste, wer gemeint ist, aber ich denke, ihr wusstet das. Ist überhaupt sehr textlastig.
finde ich persönlich schon mal sehr gut. Also ich weiß zwar nicht, was hier steht, aber ich denke, dass man da einiges lernen kann. So, und hier hinten auch die Rückseite, auch hier so verklebt. Also das ist, ja. Gut, wie auch immer. Wir wollen da jetzt keine großen Worte mehr verlieren. So schaut das Mediabook aus. Qualitativ, ja, nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber es liegt ja auch preislich in einem erschwinglichen Rahmen. Bei Amazon kostet das Ganze aktuell 25 Euro. Saturn, Mediamarkt etc. haben die Dinge auch gelistet und da sind sie auch nicht sehr viel teurer. Und ja, limitiert. Also ich sehe jetzt keine Limitierungsnummer. Zwar Limited Mediabook Edition, aber ja, keine Limitierungsnummer drauf. Ja, so schaut's aus. Prom Night, die Nacht des Schlächters, das Original von 1980. Es gibt auch noch drei Fortsetzungen und ein Remake. Aber wir konzentrieren uns auf das Original. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ansonsten schreibt mir was in die Kommentare. Wenn euch was gestört hat, dann schreibt mir, was euch gestört hat, damit ich das beim nächsten Mal ausschalten kann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Sei schlau, schau blau.